Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Und zwar sind wir bei Folge 110. So, Quest haben wir eben abgegeben, haben eine neue bekommen und haben den tollen Stab hier bekommen. Und eine Rolle. Sagen wir, räumen erstmal das Feld ein bisschen. Geht das einfacher? Zack. Ja, das war eigentlich nicht Teil meines Plans. Aber wie das oft so ist, nicht wahr? Finde ich gut. Er findet Kniesehne ganz toll, habe ich das Gefühl. Also was Ähnliches haben wir auch. So. Schnell Heilung reinschmeißen. Gehen wir recht am Rand. Tollen uns den. Sind nämlich Non-Elite. Zack, bumm, ist er platt. Wie hat er gebraucht? 200. Oder? Nee. Doch 200. Nee. Weil ich war 5000. So, wir bekommen heute zwar nichts Tolles, aber hier gibt es halt EP fast für umsonst. Von daher mache ich hier immer gern die Quests. So, wo gehen wir als nächstes hin? Was wir schon mal machen können, wir könnten ja schon mal in die Zahngemaschen gehen. Und uns, ich glaube, Flugpunkt holen. Oder wir können hier noch weiter rumeiern. Weil hier vorne gibt es nämlich noch die eine Quest. Wo wir die komischen Tiere töten müssen, die da. Die auch wieder Leder geben. Brauchen wir denn was für die? Ne, ich glaube, müssen wir da töten, ne? Die kleinen und die großen. Ja. Jeweils 8. Das kriegen wir auch hin. Schön, schön, schön. So. Gerade angespannt. So. Na gut, hier gibt es wieder Lederfetzen. Aber dafür haben wir auch Verwendung. Jetzt kriegen wir dafür nichts mehr. Wahrscheinlich ging das wirklich nur bis 310 hoch. Zwei Stück. Gucken, ich glaube mit 315 können wir wieder was herstellen oder mit 320. Teufelschuppen sind auch immer gut. Muss jetzt mal darauf achten, wie viel EP wir von den komischen Dingern hier bekommen.
das Ding ist jetzt 62. Oh, ich muss gleich mal den Aslan heilen. Sonst ist der gleich futsch. Zum Essen. Ich hab schon wieder nicht drauf geachtet. Kein Plan. Doch 1600. Okay. Da war jetzt immer noch 220, werden wir von dem Großen wahrscheinlich auch nicht viel mehr bekommen haben. Und was haben wir da? Ui, das sieht auch cool aus. Tja, würde ich sagen. Wir haben einen neuen Kochtel. Heilen, noch was essen wir schon müssen. Und wir essen, trinken auch mal was. Können wir nach der gucken, je nachdem, ob wir lustig sind, hier immer noch was rumeiern oder ob wir sagen, wir gehen schon mal. Jetzt sagen wir mal schon. Aber da gibt es auch viele coole Quests. Schergrad, geht so. War ich nie gerne. Sagt netter Nagrand mache ich immer gerne. Ja, Schattenmontal geht auch so. Netter Sturm. Lieber als Schattenmontal und Wälder von Terrorka. Naja, gut. Geht so. Vielleicht wahrscheinlich auch schon zu oft gespielt alles. Irgendwann kommt man so an eine Art Grenze, wo man denkt, nee. Keine Lust mehr. Ja, bestimmt jeder diese, also hey, keinen Bock mehr. Dann hält die nur. Ich dachte, man hält eine Minute. Ja gut, werden wir ja sehen, wenn wir weiter geskillt haben, sprich noch mal beim Lehrer waren, die nächsten Eis fallen, vielleicht hält die dann länger. Was steht denn im Klappentext? Friert einfach dann 15 Sekunden lang. Okay, 15 Sekunden. Faustwaffe. Kann der Jäger auch tragen, aber ist jetzt nicht so ganz mein Favorit hier. Obwohl Beweglichkeit und AP drauf ist. Das, was die Jäger, glaube ich, nicht tragen, sind Streitkolben. Hoch. Wo kommt der denn her? Zack. Oh, aufpassen. Gleich 4 dann. So. Der macht auch, was er will oder auch nicht will. Fast schon wie echte Haustiere. Obwohl, es ist ja kein Haustier, es ist ja unser bester Freund. Ja? Sehr schön. Und es gibt Leder. Wenn auch nur Knotenholzfetzen teilweise, aber das ist egal. Leder ist Leder. Da wir ja ein Sammler sind, ne, sammeln wir auch alles ein. Auch wenn die Taschen platzen.
Und Teufel schubsen. Schubsen. Teufel schuppen. Droppen die anscheinend auch gut. Wie viel Teufel schuppen haben wir denn jetzt? 16. Ja, das ist auch was, ein bisschen was mir stört, dass man immer eine gewisse Distanz haben muss. Ich meine, es ist realistischer, ja. Aber wenn man daran gewöhnt ist, manchmal vor dem Gegner zu stehen mit dem Bogen. Außer Reichweite. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es damals auch was gab, wo man, je weiter man weg ist, mehr Schaden machte. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Spiel war oder in einem anderen Spiel. Fragen über Fragen. Oh, Feldhetzerfleisch. Das braucht man auch. Ich glaube, damit kann man Essen für Beweglichkeit machen. Glaube ich. Aber bin mir nicht sicher, ob es das war. Wieder für Carapri. So sehe ich auch oft gesucht. Für den Schlüssel. So. Jetzt wollen wir gleich nochmal den Aslan heilen. Sonst ist der Aslan gleich wieder weg. Wird er paralysiert oder so? Irgendwas passiert hier mit dem, dass der kurz stecken bleibt. Kristalldurchbohrtes des Leder. Von denen kriegt man alles mögliche Leder. Wir haben keinen Mana-Trank oder so, ne? Könnten unsere Raketen auf die Bot nehmen, aber ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Ich weiß gar nicht, ob die schon gegeneinander kämpfen. Zwei Leute, die aufstellen. Wenn es einer weiß, kann er ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, weiter weg, näher, also weiter dran darf man nicht stehen, sonst funktioniert es nicht. Zwei. Eins, plöpp. Und nochmal. Nein, die brauche ich theoretisch nicht, aber den dahinter brauchen wir. Den nehmen wir mit. Das gibt mal wieder was Leder. Und eins auf die Nase. Den können wir auch gleich mitnehmen. Dann haben wir nämlich unsere 8 voll, wenn wir den auch holen. Schöne Sache. Schwupp. Sehr gut. Ah, hier hört man immer das tolle.
Okay, das war fett dran vorbeigeschossen. Habt ihr das gesehen? So, dann kann er sich nämlich noch den holen, aber wir machen das lieber wieder so. Weil immer dieses nervt nach einer Zeit. In Instanzen gar keine Frage, müssen wir das anmachen. Aber so würde ich sagen, braucht man das erstmal nicht. Weil vergebene Liebesmühe. Außerdem ziemlich nervig. So, jetzt haben wir uns auf unseren Tiger. Guck mal in die Ledertüte. Quasi drei Stück können wir herstellen. Und ich weiß nicht, ob wir was ein bisschen bekommen haben. Auf jeden Fall Teufelsschuppen haben wir bekommen. Einige. Können wir auch wieder Quest abgeben. Weiß gar nicht, bekommen wir was dafür? Wahrscheinlich nicht, ja. Danke und ein Stück Gold oder so. Oh, dann Kunststück Gold. Und Ruf. Gibt die Quest Zuchtmeister ab. Ah, können wir auch machen. So, wir suchen zwei Tanks, zwei DDs, ne, zwei Tanks, DDs und einen guten Heal für Kara. Oh. So früh am Morgen. Okay. Ist auch nicht schlecht. Sind das dann die Hardcore-Gamer, die am Montagmorgen schon Kara gehen? Frage ist, gehen die jetzt einfach nur, weil sie lustig sind, gehen sie, weil sie brauchen, oder gehen sie, weil sie schnell die Marken abfarmen können? Also Montag haben wir. Vielleicht vor Mittwoch oder so, keine Ahnung. So, haben wir wieder 250, obwohl Exodar, naja, gut. Braucht erstmal kein Mensch. Es sei denn, man will so einen tollen Mammut, nee, nicht Mammut hier, Elefanten haben. Oder Elik. Kann man sie ausprobieren. Gewunden. Zählen gewunden. Schon wieder viel Kohle gemacht. Verschickt. Das brauchen wir. Dann können wir die nämlich wegtun. Auch verschickt. Schön, schön, schön. So. Könnte heute Markus Rache machen. Aber habe ich ehrlich gesagt gerade keinen Sinn zu. Wir können ja schon mal in die Zahngamaschen reiten. Und können uns als nächstes dann. Ich glaube, da gibt es keinen Flugpunkt, sondern erst ein Stück weiter hinten. Aber das können wir ja schon mal tun. Da wir ja keinen Flugmond haben, dass wir erst mit 70 bekommen, kann das noch ein bisschen was dauern. Von daher. Und wir haben ja noch mal schnelles Reiten. Haben wir nur unser 60% Reiten. Tja, mehr als reiten können wir nicht. Aber dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was finden. Lederverarbeitung. Genau, das werden wir machen hier. Hier coole Sachen erstellen. Netter Schuppen machen. Das wird cool. Das sind hier die drei Teile. Schweres Knoten und Leder. Urfeuer brauchen wir. Urfeuer. Feuer 12.
8, 16, alter Schwede, Urschatten, Urnetter brauchen wir auch. Ich glaube, Urnetter haben wir noch gar keins. Oh, das gibt wieder Happy Farming, sag ich euch. Das wird richtig lustig. So, jetzt sind wir schon fast da. So. Das finde ich auch mal cool, wenn du so in neue Gebiete kommst. Muss man erstmal alles auf sie wirken lassen. Können wir direkt mal Post verschicken. So, ne? Schön. Hier ist der nächste Rüstmeister. Ja, coole Sachen, oder? Gibt hier was Tolles? Ja. Geht so, ne? Das Hals nix. Aber hier gibt es auch Rezepte für Lederverarbeitung. Ist schon mal toll. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Na ja, gut. Was haben wir hier Tolles? Stufe 40. 65 sind neue Pfeile. Na gut, brauchen wir noch ein bisschen. Schon mal ein paar neue, aktuelle Pfeile mitnehmen. Schmeißen uns ins Auktionshaus. In die Gaststube. Geben noch die Quest ab. So, dann schnell wieder rein. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst das Video teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. The Burning Crusade. Auf Wiedersehen.